Hier hat Jesus als Mensch den Vater darum gebetet, weil er weiß, ja, wo er auf dem Berg gebetet hat, ne, auf den Hügel gebetet hat und sowas, bevor er von den Römern geholt worden ist. Ja, der soll nicht schwach im Fleische werden, denn er war ja, nochmal, er war ja Mensch. Er war ja Mensch und Gott. Hier war das, du weißt, du wirst gleich gekreuzigt und geopfert werden. Ja, also geopfert werden, Entschuldigung, ja, ihr wisst, was ich meine. Du weißt das. Aber du weißt, dass du auch Mensch bist, das Fleisch, die Schmerzen ertragen musst und hin und her. Ja, Vater, bitte, ja. Vater, bitte verlass mich nicht. Vater, warum hast du mich verlassen? Direkt am Kreuz spricht er zu Gott, wenn er doch selbst Gott ist, ja. Klar, hier ist der Sohn, der zum Vater spricht. Vater, warum hast du mich verlassen? Ja. Und wir verstehen nicht, Jesus musste doch sterben, wenn Jesus doch Gott ist. Der Vater hat Jesus verlassen. Wer ist denn Jesus? Wer ist denn Jesus? Jesus ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Geist ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir sagen doch, wir haben nur einen Gott. Ihr sagt immer, der Vater ist Vater, der Sohn ist Sohn, der Heilige Geist ist Heiliger Geist. Aber wenn wir doch sagen, wir haben nur einen Gott, wenn du mich siehst, bist du der Vater. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Viele Christen sagen das gar nicht. Ja? Viele Christen sagen, der Vater ist Vater, der Sohn ist Sohn, der Geist ist Geist. Ja? Drei Personen, die ein Gott sind, in drei Personen. Ja? Doch hier sagt Jesus Christus, Vater, warum hast du mich verlassen? Wie hat er ihn verlassen? Wie hat er ihn verlassen? Wie? Du bist jetzt nicht mehr mein Sohn? Soll das das heißen? Soll das das heißen, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn? Hört ihr zu? Vater, warum hast du mich verlassen? Was habe ich Böses getan? Der Vater hat ihn verlassen. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Der Vater selbst, Jesus ist der Vater selbst. Jesus Christus, der Heilige Geist selbst. Wir haben einen Gott, ja, in drei Personen. Und der Heilige Geist schwebte über der Erde. Der Geist des Vaters schwebte über der Erde. Der Geist des Vaters, der Sohn des Vaters, wisst ihr, was Sohn heißt? Sohn, weltlich heißt, das ist mein Sohn, ich habe mit der Frau geschlafen, hin und her, ich habe ihn gezeugt, das ist mein Sohn. Er kommt von mir. Jesus kommt von mir. Jesus kommt von mir, das ist mein Wort. Mein Wort geht ins Fleisch. Mein Wort geht ins Fleisch. Ja, es ist mein Wort, es kommt von mir. Es ist das Wort des Vaters. Der Vater selbst, das Wort des Vaters, hier. Das ist das Wort des Vaters. Geht ins Fleisch rein. Ist das Wort des Vaters, ist das Vater selbst der Sohn. Das Wort kommt vom Vater. Das Wort kommt vom Vater, mein Sohn. Jesus, Sohn Davids. Jesus, Sohn Davids. Ist es der Sohn von David? Ist Gott der Sohn Davids? Das Fleisch ist das Sohn Davids. Es kommt von David. Es kommt von David. Hier heißt Sohn, es kommt. Ja? Der Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt vom Vater. Ja? Wie können das Muslime verstehen? Ja? Muslime können das nicht verstehen. Muslime können das nicht verstehen. Ja? Wir haben drei Persona, drei Persona. Weil der Vater gesagt hat, okay, ich tue mir jetzt mal mein Wort, weil ich tue jetzt mal mein Wort wurde Fleisch, sein Wort, ja? Doch es ist vom Vater selbst, das Wort, das das Wort vom Vater selbst ist, ist das ein Teil des Vaters, das Wort selbst, der Vater selbst, der Jesus Christus wurde. Ja? Wir können mit sowas tun. Klar ist das schwer zu verstehen, das ist wirklich sehr schwer. Ja? Doch wenn Sie es verstehen wollen, müssen Sie Gott anbeten und fragen. Ja? Wenn es dich wirklich gibt, hin und her, lass dein Geist in mich kommen. Ja? Ich möchte verstehen, wenn du doch wirklicher Gott bist. Und wenn man legen sie schlafen, mal bing, bing, ja. Am nächsten Tag stehen die auf, macht's bing im Kopf, ja. Dann kommt der Geist und wächst langsam in ihnen. Doch sie lehnen ihn doch komplett ab und stellen diese Fragen. Sie lehnen ihn ab. Sie wollen nicht mal wissen, sie versuchen es ja gar nicht mal. Ja? Hier tut Jesus der Mensch, den Vater anbeten, ja. Weil sonst hätten sie ja recht. Ja, wie kann denn Gott sich selbst anbeten? Da hätten ja Muslime recht. Also was ist die Lösung? Ist ganz simpel.
Hier tut Jesus der Mensch den Vater anbeten. Ja? Der Sohn spricht zum Vater. Der Sohn spricht zum Vater. Jesus Christus spricht zum Vater. Der Vater mit sich selbst. Das Wort des Vaters spricht mit sich selbst. Ja? Da hätten ja Muslime vollkommen recht. Bleibt nur eine einzigste Lösung, dass Jesus Christus der Mensch zum Vater gesprochen hat. Oder? Ja? Drei Personen, ja. Denn Jesus, denn wenn Johannes, wo Johannes im Traum hochkommt, sagt er, hier sitzt der Vater, hier sitzt Jesus Christus an der Rechten zum Thron des Vaters. Der Vater sagt nicht, ich nehme mein Wort wieder in mich. Der Sohn ist jetzt das Wort. Der Sohn spricht für den Vater. Der Sohn spricht jetzt für den Vater. Er ist jetzt das Wort. Und der Vater sitzt in seiner Heiligkeit. Und sein Sohn spricht. Mein Prinz, mein Sohn, ne, er ist ja mein König. Also Jesus, der König aller Könige. Er ist jetzt der König aller Könige. Ja, für uns Menschen. Das heißt, selbst die Könige unter uns Menschen. Ja, der Höchste ist Jesus Christus. Wir sollen ihm folgen jetzt. Wir sollen ihm folgen, auf ihn hören, was er sagt. Denn er ist das Wort des Vaters. Ja? Und der Vater sitzt in seiner Heiligkeit und hat seinen Sohn, der jetzt für uns spricht. Denn er ist das Wort des Vaters. Der Vater hat nicht gesagt, komm wieder in mich. Ich nehme dich wieder auf mich. Ich nehme dich jetzt wieder in mich, Sohn. Und ja, bleib Jesus Christus. Beziehungsweise an der Rechten in seinem Thron. Ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, ja, welche Gestalt er da oben dann hat im Himmel. Ja, wir Menschen werden dann wie Engel ungefähr sein, doch Jesus wird, ist, ja, kann ich nicht sagen. Wir können uns das ungefähr vorstellen, wir sollen uns aber kein Bild machen. Ja, also Vorsicht. Ja. Okay, deswegen besser, keine Ahnung. So, also. Keine Bilder lehren. Ja, Jesus wird dann so sein, Jesus wird dann so sein, sollen wir nicht tun. Wir werden dann sehen, wie Jesus da oben ist. Versteht ihr das? Gut, so. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, Muslime, Moslem. Der Vater kreierte die Welt und sein Geist schwebte über die Erde. Der Geist des Vaters schwebte über die Erde. Ja? Eindeutiger Beweis, der Geist. Der Geist des Vaters, wir haben hier den Sohn, wir haben hier den Geist und den Vater. Und der Geist des Vaters schwebt über der Erde. Also es ist sein Geist. Darum sagen wir ja ein Gott. Es ist doch sein Geist. Der Geist des Vaters. So. Gott ist der Vater omnipräsent. Gott ist alles. Gott ist, ich bin. Überall soll er sich retten. Ihr verlangt von Gott, dass er sich reduziert auf einen Punkt über die Erde? Ihr verlangt, Muslime, dass sich der Vater auf einen Punkt reduziert? Über der Erde? Nein. Sein Geist schwebt über der Erde. Ihr erwartet, dass Gott sich auf einen Menschen reduziert? Da habt ihr recht, Muslime. Warum kann Gott? Gott glaubt ihr wirklich, dass Gott... Sein Wort wurde Fleisch. Sein Wort wurde Fleisch, nicht der Vater wurde Fleisch. Wo steht das Christen? Wo steht Christen, der Vater wurde Fleisch? Wo? Sein Wort wurde Fleisch und wurde Jesus Christus. Sein Wort. Jesus Christus ist das Wort des Vaters und Mensch das Fleisch. Ja? Es gibt viel bessere Antworten zu dem Thema, das gebe ich zu. Ja? Sachlicher, konkreter. Aber ich mag das auch manchmal ein bisschen mit den drumherum, mit kombinieren. Ja? Denn du stellst, ich weiß ja, wie Muslime funktionieren, du stellst eine Frage, sie stellen eine Frage und lassen dich dann, du antwortest sie und lässt sie dann, die ignorieren dich komplett und stellen schon die nächste Frage. Und darum mag ich das so zu tun, dass sie gar nicht mehr mit den, dass du alle Fragen in diesem Kontext, die sie stellen können, direkt schachmatt setzt, weil ich schon weiß, wie sie funktionieren, ich weiß, wie sie ticken. Versteht ihr? Denn wenn du einfach nur sagst, ja, das war der Sohn, der gebetet hat, ja, aber was ist mit dem Geist? Ja?
Schon erklärt. Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Sohn schwebt über der Erde. Bum, 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 bum. Ja? So, ihr Lieben, gut. Hier war das der Sohn. Hier ist es der Sohn, ja? Der zum Vater spricht, als Jesus Christus Fleisch, der betet zu Gott, denn er wusste, er wird ans Kreuz gehen, er wollte nicht schwach werden, ja. Gott, warum hast du mich verlassen? Da Jesus ja auch Gott ist, ja, wie soll er sterben, wenn er Gott ist? Ja, hat der Vater ihn verlassen, ja, hat das Wort, ja, hat seine Mächte oder was auch immer, ja, hat ihn verlassen, damit er wirklich sterben kann, damit Jesus Gott weiterhin bleibt, hier eindeutiger Beweis, dass Jesus Gott ist. Muslime. Eindeutiger Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Denn der Vater musste ihn seine Mächte oder whatever, ja, entziehen, denn sonst wäre er ja nicht, sonst könnte er nicht sterben, weil er Gott ist. Vater, warum hast du mich verlassen? Damit du sterben kannst. Und Jesus sagt es hier ganz klar aus, damit wir eben nicht diese dumme Frage stellen, die Muslime stellen. Ja, wenn Jesus doch Gott ist, wieso hat er sich nicht selber von Gott, vom Kreuz befreit? Ja, wenn Jesus Christus doch Gott ist, wieso hat er sich nicht selber vom Kreuz befreit? Vater, warum hast du mich verlassen? Ein Gott kann nicht sterben. Der Vater hat ihn verlassen. Der Vater, das Wort des Vaters hat Jesus Christus verlassen. Gott, ein Teil Gottes, das Wort Gottes, hat ihn verlassen, damit Jesus Christus als Mensch sterben kann. Und hier hat Jesus Christus zum Vater gesprochen und ihn gefragt, warum hast du mich verlassen? Der Vater entnahm ihm seine Mächte, whatever, ja, und starb als Jesus Christus. Als Mensch, nicht als Gott. Ein Gott kann nicht sterben. Hier starb nur der Mensch, denn ein Gott kann nicht sterben. Ist das so schwer, Muslime zu verstehen? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Nein, ihr kennt die Probleme der Christen. Ihr kennt die Probleme der Christen. Manche, ihr seid nicht alle blöd. Ja? Ihr wisst ganz genau, dass Christen es nicht wahrhaben können. Dass in dem Moment Jesus, sie wollen Jesus immer nur als Gott, 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 Gott. Damit würden sie sogar akzeptieren, dass Gott gestorben wäre. Ich verstehe, was ihr fragt. Ich verstehe, was ihr fragt. Doch die Christen fallen darauf rein. Doch mit mir nicht, meine lieben Muslime. Vater, warum hast du mich verlassen? Wenn du mich siehst, siehst du den Vater, sagt Jesus Christus. Der Vater hat ihn verlassen, er entnahm ihm das Wort, dass er als Mensch, als Jesus Christus sterben kann. Der Sündlose. Gott kann nicht sterben. Ja? Ihr Muslime nutzt aus, dass die Christen, dass viele Christen das nicht verstehen. Dieses Vater, warum hast du mich verlassen? Und ihr denkt, weil Satan euch diese Tricksereien gibt, denkt ihr, ihr werdet sehr schlau. Doch es ist Satan, der euch diese Tricksereien gibt. Doch ihr könnt mit dem Geist, ihr könnt mit dem Geist gegen den Geist nicht gewinnen. Ihr könnt gegen den Geist der Christen nicht gewinnen. Denn wir verstehen und machen euch Schachmatt. Ganz klar hier. Ja? Und liebe Christen, hört bitte auf diese Tricks von Satan reinzufallen. Satan kennt uns Menschen besser als wir selbst. Ja? Und ihr müsst immer daran denken, mit wem ihr da spricht. Ihr müsst immer daran denken, dass jeder, der gegen euch ist, ein Antichrist ist. Und der Antichrist kommt von Satan. Dann müsst ihr erkennen, dass ihr hier gerade mit Satan selbst spricht.